damit euch ein herzliches Willkommen zum Startschuss der 6. Saison der F1 Bros League. Traditionell mit der Fahrervorstellung, diesmal wieder im Livestream. Nichtsdestotrotz möchte ich zuerst einen kleinen Rückblick auf die letzte Saison werfen. Da wurde zum ersten Mal ein Prinzip mit zwei Ligen ausprobiert. Dabei sollte sich eine eher dem Spaß widmen und die andere eher das etwas kompetitivere Racing fördern. Funktioniert hat das nicht so wirklich, das war bereits zur Saisonhälfte absehbar. Deshalb wurden auch keine neuen Ersatzfahrer mehr rekrutiert. Dann wurde natürlich das letzte halbe Jahr eher mit mäßiger Beteiligung gefahren, da viele abgesprungen sind, andere keine Lust mehr hatten und man somit eben bei circa 11 Teilnehmern pro Rennen war. Dieses Jahr sollte das durchaus wieder anders werden, dennoch blieb auch letzte Saison die Zuschauerbindung davon kaum betroffen. Da ein herzliches Dankeschön an euch alle, die ihr trotzdem immer wieder eingeschaltet habt, auch wenn eben nur 10 Vollidioten rund um die Strecke gefahren sind. Allgemein ist das natürlich auch Teil der Entwicklung der Liga. Die befindet sich nunmehr, genau wie ihre Mitglieder, in der Pubertät. Da werden natürlich andere Dinge dann interessanter und es geht dann eben nicht immer nur darum, samstagabends mal ein kleines Ligarennen zu fahren, sondern dann hat der ein oder andere vielleicht auch was Besseres zu tun. Wir werden auf jeden Fall diese Saison unser Bestes tun, dass wir wieder ein volles Starterfeld bereit haben und ich denke, wir haben die richtigen Leute ausgewählt, die dann auch über die Saison die notwendige Leidenschaft mitbringen, das Ganze durchzuziehen. Kommen wir nun also zum Rennkalender. Der Saisonstart beginnt wie gewohnt bereits auch aus der realen Formel 1, aber auch letztes Jahr war es schon der Saisonauftakt in Melbourne, genauso wie 2016 auch. Eine Strecke, auf der Überholen gerade jetzt immer schwieriger wurde und die Action somit, naja, im Hintergrund blieb. Dennoch letztes Jahr ein spannendes Championship-Rennen, bei dem sich McLaren und Ferrari bekämpften. Als zweites geht es dann nach China auf den Shanghai International Circuit. Eine Strecke, die für Überraschungen sorgen könnte, wie auch letztes Jahr in Championship und Supercup geschehen. Die Strecke ist allgemein unter den Fahrern nicht sehr beliebt und dadurch kommt es dann natürlich dann immer zu, dass der ein oder andere, der die Strecke vielleicht favorisiert, engagiert daran geht, eine Chance hat, die er auf einer anderen Strecke nicht hätte. Abu Dhabi ist auch wieder früh in der Saison anzutreffen. Hier ist der Ritt in die Dunkelheit womöglich das erste Saison-Highlight und die zwei Geraden versprechen auch einige Überholmöglichkeiten für die Fahrer. Und wir hoffen dann auch mal, dass es um den Sieg mal wieder spannend wird. Der Kurs durch den Olympischen Park von Sotschi ist als viertes Rennen im Kalender datiert. Der Kurs ist nicht sehr beliebt, dennoch ist er zum fünften Mal bereits im Kalender, damit schon mehr als Korea in der realen Formel 1. Dennoch, wie gesagt, nicht beliebter unter den Fahrern und auch nicht viel attraktiver von dem Streckenlayout her. Österreich bot in den letzten drei Jahren viel Platz für Spektakel. Rad-an-Rad-Duelle waren an der Tagesordnung und vor allem das Manöver von Binder gegenüber Kennes 2015 wird wohl den meisten Zuschauern ewig im Gedächtnis bleiben, wo er ihn unsanft in die Wand buxierte auf der Bergaufgeraden nach der ersten Kurve. Als sechstes ist im Kalender Spanien vorgesehen, ein taktisch spannendes Rennen im letzten Jahr in beiden Ligen. Und auch die Taktik wird dieses Jahr wohl wieder eine große Rolle spielen. Dafür, für die richtige Taktik, muss man natürlich aber auch das Quali ummünzen und darf nicht so wie Crazy Kennis in der Boxenausfahrt seine Handschuhe anziehen. In Monaco werden dann zum ersten Mal die Stadtkenntnisse der Fahrer abgefragt. Auch wenn die Ausfallquote in den letzten Jahren geringer war als in Baku, dürfte dennoch ein Frontflügelsalat erwartet werden, ein richtiger Festschmaus sozusagen. Als nächstes geht es nach Kanada wieder auf eine Highspeed-Strecke.
auf der Überholen dann wieder etwas leichter werden dürfte und die Vorzeichen ganz anders sind als in Monaco. Gerade Crash-Potenzial gibt es aber auch hier in Turn 5. Eine Kurve, die eigentlich vermeintlich nicht so schwierig aussieht, wir aber dennoch in den letzten 2 Jahren erfahren durften, dass es auch dort zu Ausfällen kommen kann. In Großbritannien dominieren die schnellsten Fahrer. Gerade letztes Jahr dominierten hier Müller und Dennis, die allerdings im Rennen auch kollidierten. Das war auch 2013 schon der Fall mit Felipe Massa und 1998 und Crazy Kennis. Nach 2016 wird auch endlich wieder auf dem Hockenheimring in Deutschland gefahren. Verteidiger des letzten Sieges wäre hier Steo, der Mann, der den ersten Sieg für Kasachstan holte. Dann gibt es eine Premiere in der F1 Bros League. Sie fährt zum ersten Mal auf französischem Boden. Der Circuit Paul Ricard bietet in seinen 27 Runden einen großen Highspeed-Anteil, gerade im Mittelsektor, aber auch technische Segmente in den Sektoren 1 und 3. Ungarn ist dagegen eine konstante Größe im Kalender seit der ersten Saison bereits dabei. Die erste Kurve wird hier besonders kritisch, als aber auch die 9. Kurve. Hier krachte es in den vergangenen Jahren heftig. Das sind richtige Brandherde, bei denen die Fahrer in der ersten Runde aufpassen müssen. Als 15. steht die Ardennen-Achterbahn in Spa-Francorchamps an. Hier bietet vor allem der drohende Regen meistens den gehörigen Nervenkitzel. 2016 war die Frage in der letzten Runde, komme ich rein oder komme ich nicht rein? Im Endeffekt entschied es sich zwischen Swaggy, der draußen blieb, und Sakura und Dennis, die jeweils in die Box gingen. Nach der Achterbahn geht es ins Gebirge von Mexiko. Die Strecke bietet Spannung bis in die letzte Runde, vor allem dank ihrer langen Geraden, auf der viele Überholmanöver möglich sind. Aber auch teamtaktisches Fahren wie 2015 Toro Rosso bewies, sollte bis zur letzten Kurve Spannung garantieren. Als nächstes Amerika. Fantastisch, yeah. In Amerika könnten zum einen Wetterkapriolen wie 2013 und 2014 für Spannung sorgen, als aber auch die Trockenheit. In 2015 schaffte es nämlich hier Thrustler erst in der drittletzten Kurve, sich den Sieg zu sichern. In Japan zählt der Flow. Wer hier einmal in den Flow richtig reinkommt, der hat gute Chancen, das Rennen zu gewinnen. Ricardo kam letztes Jahr hier nicht in den Flow und machte die Championship nochmal deutlich spannender, nachdem er sich in Kurve 1 in die Wand verabschiedete und das Auto abstellen musste. Das nun Nachtrennen Bahrain ist wieder ganz hinten im Kalender, das drittletzte Rennen nun. Letztes Jahr durfte hier Dennis FFM in Abwesenheit seine Weltmeisterschaft feiern. Wir hoffen mal, dass dieses Jahr der WM-Kampf auch nach der Abreise von Bahrain noch spannend sein wird. Das Saisonfinale der letzten Jahre ist nun das vorletzte Rennen. In Singapur ging es letztes Jahr mit dem Kopf-an-Kopf-Duell ins Finale zwischen Simi Kay und Ricardo. Das war das erste Mal, dass ein Titelkampf in der F1 Bros League-Geschichte ins letzte Rennen ging. Hoffen mal, dass es dieses Jahr dann auch so ist, allerdings nicht in Singapur, sondern in Brasilien, denn Brasilien wird zum zweiten Mal das Saisonfinale austragen. Das erste Saisonfinale 2015 konnte Patrick Herz in seiner Juniorensaison für sich entscheiden. Die größte optische Neuerung neben dem Halo dürften die Fahrernamen sein. Die Fahrer durften sich nämlich im Vorlauf vor der Saison entweder ihren echten oder einen Fake-Namen auswählen, um den Gamertags Adieu zu sagen. Verbunden damit werden sie nun entweder ihre echte oder eine zum Namen passende Fake-Nation annehmen und damit ein etwas professionelleres und einheitlicheres Erscheinungsbild gewährleisten. Und damit jetzt Bühne frei für das Herzstück des Abends, die Fahrer der Saison 6 der F1 Bros League. Aston Martin Red Bull Racing hat für die Season 6 die ehemaligen Juniorliga-Fahrer Ruben Page und Dustin Rubel unter Vertrag genommen. Ruben Page war 4-mal im Supercup und 13-mal in der Championship anwesend.
Hier konnte er 2 Rennsiege in Australien und Mexiko einfahren. Außerdem stand er in Abu Dhabi und Italien auf dem Podium. Er hat 2 Poles beim Championship-Rennen in Australien und Mexiko und eine schnellste Rennrunde in Brasilien. Beim Bahrain-Rennen der Championship erfuhr er sein schlechtestes Ergebnis mit Platz 13. Er beendet den Supercup auf WM-Rang 23 und die Championship auf Rang 7. Dustin Rubel startete 3-mal im Supercup und 12-mal in der Championship. Er landete in Malaysia 2, Spanien und Ungarn auf dem Podium. In Österreich und Belgien holte er die schnellste Rennrunde. Sein schlechtestes Ergebnis ist ein 12. Platz, den er 3-mal erzielte. Den F1 Bros Supercup beendete er auf dem 24. und die Championship auf dem 12. Platz. Das Alfa Romeo Sauber F1 Team holt sich dieses Jahr Patrick Jörgson zurück, der bereits in Season 3 und 4 für das Schweizer Team im Cockpit saß. Neben ihm sitzt der Schweizer Robin Hugentobler. Patrick startete 13 Mal im Supercup und 17 Mal in der Championship. Seine beste Platzierung ist ein 6. Platz bei der Championship in Belgien und ein 7. Platz beim Supercup-Rennen in Italien. Dieses Jahr konnte er in Australien beim Saisonauftakt des F1 Bros Supercups seine einzige schnellste Rennrunde erfahren. In der Championship konnte Patrick die Rennen in Mexiko, Brasilien, Abu Dhabi, Österreich und Russland nicht beenden. Im Supercup setzte er sein Auto bei 6 Grand Prix in die Wand. Am Ende schaffte es Jörgson aber im Supercup auf Platz 21 und in der Championship auf Platz 19. Robin startete nur 6-mal im Supercup. Der 8. Platz beim Saisonfinale in Singapur ist seine beste Platzierung. In Bahrain landete er auf dem 12. Platz, was sein schlechtestes Ergebnis ist, neben den DNFs in Australien, Malaysia und Aserbaidschan. Mit 6 Punkten landet Robin damit auf Platz 27 in der Fahrerwertung. Das US-amerikanische Haas F1 Team setzt in diesem Jahr auf Joel Kepler und auf den Amerikaner Tobias Thiele. Joel war in 6 Supercup-Rennen vertreten und machte einen Gaststart beim Österreich Grand Prix der Championship, wo er den 9. Platz belegt. Der 5. Platz in Singapur war sein bestes Ergebnis. Er hatte nur ein DNF in Malaysia, wo er mit seinem jetzigen Teamkollegen Thiele in der vorletzten Kurve kollidierte. Am Ende landet Kepler auf P20 in der WM. Tobias Thiele war im letzten Jahr bei 10 Rennen des Supercups vertreten und machte einen Gaststart beim Mexiko-Rennen der Championship, wo er mit einem 10. Platz und der schnellsten Rennrunde seine ersten Punkte in der F1 Bros League sammeln konnte. Sein bestes Ergebnis war ein 9. Platz in Singapur, bei dem er trotz DNF aufgrund der zurückgelegten Distanz die Punkte bekommen hat. Neben Singapur hatte er 3 weitere DNFs, einmal in Malaysia, wo er mit Kepler kollidierte, und in Japan und Spanien konnte er das Rennen nicht beenden. Durch die Punkte im letzten Rennen schob sich Thiele noch auf den 29. Platz in der Weltmeisterschaft. Das Racing Point Force India Team fährt in diesem Jahr mit Tobias Arendt und Nils Janke. Arendt war im Supercup 13 Mal am Start und konnte in Russland und Kanada den 2. Platz erfahren. Sein schlechtestes Ergebnis ist ein 11. Platz in Malaysia. Er beendet die Saison auf dem 6. Platz. Nils Janke gab sein Debüt beim Supercup-Rennen in Mexiko. Er war von diesem Moment an bei jedem Supercup-Rennen anwesend. Im Laufe der Saison wurde er vom Ersatzfahrer zum Stammfahrer bei Haas befördert. Sein bestes Ergebnis ist der 5. Platz in Bahrain. Die Rennen in Kanada, Aserbaidschan, Spanien und Singapur konnte er nicht beenden. Nach 16 Rennen landet er auf dem 10. Platz in der Fahrerwertung. Das Renault Sport F1 Team fährt in diesem Jahr mit Lukas Müller und Joshua Yoshima. Lukas zeigte in der letzten Saison, was in ihm steckt. Bei seinem Debüt und einzigen Rennen in der Championship in Österreich holte er sich die Pole und den Rennsieg. Im Supercup fuhr er ab Österreich jedes Rennen mit und konnte in der ganzen Saison gesamt 3 weitere Siege einfahren. In Bahrain, Aserbaidschan und Spanien. Neben den Siegen stand er 5 weitere Male auf dem Podium. Zudem hatte er im Supercup 7 Poles und 5 schnellste Rennrunden. In der USA holte er mit dem 9. Platz das schlechteste Ergebnis des Jahres. Lukas kämpfte sich mit 13 Rennteilnahmen auf den 3. WM-Rang. Joshua gab sein Debüt beim Italien Grand Prix der Championship, in der er 9-mal startete. Im Supercup fuhr er 6-mal mit. In der Championship war er sehr erfolgreich, seinen einzigen Sieg holte er beim Rennen in China.
Neben dem Sieg landete er noch drei weitere Male auf dem Podium in Monaco, Russland und Bahrain. Im Supercup hatte er zwei DNFs in Großbritannien und Spanien. Am Ende sicherte er sich im Supercup Platz 22 und in der Championship Platz 10. Das Mercedes-AMG F1-Team fährt in diesem Jahr mit Ben Hitz und verlängert den Vertrag von Chris Lester. Ben schaffte den Absprung von der Juniorliga in den Supercup, wo er bei Williams unter Vertrag war. Ben war in allen 20 Rennen des Supercups und beim Saisonauftakt der Championship anwesend. Hier landete er auf dem dritten Platz. Im Supercup konnte er insgesamt 5-mal auf dem Podium stehen, darunter sein erster Sieg beim Supercup-Rennen in China. Die anderen 4 Podien hatte er in Kanada, USA, Belgien und Spanien. Beim Saisonfinale in Singapur holte er die schnellste Rennrunde. Am Ende konnte Ben ohne DNFs sich den 4. Platz in der WM-Rangliste sichern. Chris gab sein Debüt in der Season 4 beim Japan Grand Prix. In seiner ersten vollen Saison war er im vergangenen Jahr bei 9 Rennen im Supercup und bei 19 Rennen in der Championship anwesend und konnte insgesamt 4 Podien erfahren. Beim Supercup-Rennen in Aserbaidschan konnte er mit dem 2. Platz sein erstes Podium erzielen. Beim darauffolgenden Rennen in Spanien gelang ihm der 2. Platz erneut. In der Championship holte er sich in Japan und Singapur seine ersten beiden Rennsiege. Er fuhr in der Saison 3 schnellste Rennrunden. Im Supercup-Rennen in Ungarn, im Championship-Rennen in Ungarn und im Championship-Rennen in Großbritannien. Am Ende wurde er im Supercup 11. und in der Championship 9. in der Gesamtwertung. Die Scuderia Toro Rosso setzt in diesem Jahr auf einen alten Bekannten und auf einen neuen Fahrer. Kim Kennis wird dieses Jahr wieder im Cockpit sitzen. Er ist eines der Urgesteine der Liga, welches bereits seit Season 1 mitfährt. Nachdem er in Season 4 seine Karriere bei Toro Rosso beendet und in der folgenden Saison mit Renault sein Comeback gibt, steigt er in seiner 6. Season zurück in das Cockpit des italienischen Rennstalls und fährt seine 3. Saison für das Team. In der vergangenen Saison war er im Supercup und Championship zusammen 23 Mal anwesend und konnte seinen einzigen Sieg beim Championship-Rennen in Italien holen. Dies war sein bestes Ergebnis, indem er auch die einzige schnellste Rennrunde des Jahres holte. Insgesamt gelang es ihm, 6 Podien zu erfahren. So stand er in der Championship in Malaysia, Spanien, Österreich und Italien auf dem Podium. Im Supercup gelang es ihm ebenfalls in Italien und in China auf dem Podium zu stehen. Seinen einzigen DNF hatte er im Supercup-Auftaktrennen in Australien. Sein schlechtestes Ergebnis nach dem DNF war ein 17. Platz in Mexiko in der F1 Bros Championship. In der WM landet Kim im Supercup auf Platz 7 und in der Championship auf Platz 11. Der zweite Fahrer für Toro Rosso ist Dorian Musiol. Sein Debüt gab er in der Championship in Mexiko. Er war insgesamt bei 8 Rennen vertreten. Im Supercup in Baku feierte er mit einem 4. Platz sein bestes Ergebnis der Saison. Sein einzigen DNF hatte er beim Saisonfinale des Supercups in Singapur. Sein schlechtestes Ergebnis war ein 11. Platz in der Championship in Bahrain. Sonst landete Dorian immer in den Punkten und konnte mit nur 2 Rennen sich den 19. Platz im Supercup sichern. In der Championship landete er auf WM-Rang 17. Williams Martini Racing. Der Traditionsrennstall verlängert in diesem Jahr den Vertrag mit Noah Bergmann und verpflichtet Christian Beckmann für das 2. Cockpit. Noah startete 18 Mal in der Championship. Alle 3 Rennen, die er im Supercup gefahren ist, konnte er nicht beenden. Er konnte einen 2. Platz in Malaysia 2 und 5 weitere Podien in Malaysia 1, Mexiko, Abu Dhabi, Österreich und der USA erzielen. Sein schlechtestes Ergebnis ist ein 15. Platz in Australien und Ungarn. Am Ende landet er in der Weltmeisterschaft auf Platz 4. Christian ist im Supercup bei 13 Rennen an den Start gegangen. Sein bestes Ergebnis ist ein 4. Platz in Großbritannien. Ein Highlight seiner Saison ist ein 2. Platz im Spanien-Qualifying. Wegen einem Disconnect musste er das Rennen vor dem Start aufgeben. Insgesamt hatte er 4 DNFs in Australien, Malaysia, Brasilien und Österreich. Am Ende landet er in der Weltmeisterschaft auf dem 14. Rang. Das McLaren Formel 1 Team setzt dieses Jahr auf die Kombi von Lorenz Hörtzing und Max Menzel. Lorenz gab sein Debüt beim Championship-Rennen in Italien. Er fuhr 7-mal im Supercup und 10-mal in der Championship mit. Hier konnte er das Rennen in Großbritannien und Bahrain gewinnen. Neben seinen Siegen stand er 6 weitere Male auf dem Podium. Außerdem hat er 3 Pole Positions und eine schnellste Rennrunde.
Das Supercup-Rennen in Monaco ist sein einziger DNF in der Saison. Im Supercup landet er in der Weltmeisterschaft auf Platz 12 und in der Championship auf Platz 5. Max gab sein Debüt beim Malaysia-Rennen in der Championship und trat in dieser zu 13 Rennen an. In Brasilien holte er mit einem zweiten und in Singapur mit einem dritten Platz die einzigen Podien in diesem Jahr. Neben seinen 3 DNFs in Kanada, Ungarn und Aserbaidschan ist ein 12. Platz im Malaysia-2-Rennen sein schlechtestes Ergebnis. Am Ende landet er in der Gesamtwertung auf Platz 13. Die Scuderia Ferrari. Nachdem der amtierende Weltmeister Dennis FFM seine Karriere bei den Roten beendet, verlängert die Scuderia den Vertrag mit Jan-Niklas Weiter und holt sich den alten Rivalen von Dennis, Frank Terrorheizer, in das zweite Cockpit. Ferrari setzt also auf 2 sehr erfahrene Fahrer, da beide schon seit der ersten Saison mitfahren. Jan-Niklas war im Supercup in jedem Rennen anwesend und konnte mit Ferrari 3 Siege einfahren. So gewann er in Österreich, Kanada und Singapur. Insgesamt stand er 14 Mal im Supercup auf dem Podium. In Abu Dhabi, USA und Spanien holte er die schnellste Rennrunde. Er beendete nur 19 von 20 Rennen in den Punkten, da er in Belgien seinen einzigen DNF der Saison hatte. Am Ende sicherte er sich den Vize-Weltmeistertitel mit 298 Punkten. Frank Terrorheizer ist der älteste Fahrer im Feld. Nach seiner einjährigen Pause kam Frank zurück und nahm an 15 von 21 Rennen in der F1 Bros Championship teil. In den USA konnte er mit einem zweiten Platz sein einziges Podium des Jahres erzielen. Frank hatte in der Saison 7 DNFs, so konnte er die Rennen in Abu Dhabi, Italien, Monaco, Russland, Großbritannien, China und Malaysia 2 nicht beenden. Wenn Frank ein Rennen beenden konnte, landete er immer in den Punkten, außer beim Bahrain Grand Prix. Am Ende landete er in der Weltmeisterschaft in der Championship auf Rang 14. Nun anschließend noch zu den Ersatzfahrern. Die werden dieses Jahr teambezogen sein. Das bedeutet, jedes Team hat seinen eigenen Ersatzfahrer, der im Notfall, falls ein Stammfahrer ausfällt, Punkte für das Team sammeln kann. Zum einen werden dadurch die Teams, die weniger Teilnahmen haben, nicht mehr zwangsläufig benachteiligt und die Ersatzfahrer haben eine Möglichkeit, sich besser zeigen zu können. Für Ferrari ist der Ersatzfahrer Niklas Herbst, für Renault Tim Schäfer, für Mercedes Tim Steo, für Red Bull Leonardo Lucky. Im Williams wird der Ersatzfahrer Robert Groeliro heißen. Renault verpflichtete als Ersatzfahrer Pierre Nolte. Force India Zeus, Toro Rosso Dennis Binder, Sauber Max Vogel und Haas Patrick Herz. Zudem kommen noch 2 weitere Nachrückkandidaten mit Strohmax und Leon Konrad hinzu, die im Falle eines fehlenden Ersatzfahrers dann eben auch noch einspringen können. Das Bewerbungsfenster wird zudem demnächst wahrscheinlich wieder geöffnet, damit wir eben noch ein paar mehr dieser Nachrückkandidaten verpflichten können bzw. für uns rekrutieren können. Damit war es das kurz und prägnant von der Fahrervorstellung und ich wünsche euch jetzt noch einen guten Abend und eine gute neue Woche.